herzlich willkommen zur allerersten Minuten-Nachlese hier auf YouTube zur 13. Staffel von... Ja, das unheilgeschwängerte Germany's Next Topmodel. Daumen mal, auf der hier, Kamera. Ich hab hier gerade, das ist irgendwie so schmierig. Vaseline ist das. Und mein 10. Jahr Nutten gucken und 10. Jahr Nutten-Nachlese irgendwie 10. so. 10. Jahr so viel. Pass auf, es war heute, bevor wir anfangen, ich habe heute im Publikum, hat die Gitti auf einmal gesagt, du gucke mal da hinten, da sitzt doch eine, die hat doch da auch mal mitgemacht. Und ich hab die jetzt hier kurz im Backstage, das ist die Aisha. Hi. Und die hat mir... Die hat mir vorhin gesagt, ich habe sie immer das Gesicht genannt. 2015. Ja, genau. Bist du mir böse? Nee. Nein? Gar nicht. Hat es dir heute gefallen? Ja, ich fand's sehr witzig. Ja, kommst du nochmal? Wenn ich in Berlin bin, ja. Ach, du wohnst gar nicht in Berlin? Nee, ich wohne in Frankfurt. Das tut mir wirklich sehr, sehr leid. Aisha, du hast 2015, warst du Dritte. Ja. Das heißt, da warst du, Moment mal, 2015 war das auch das in Mannheim in der SAP Arena? Mit der Bombendrohung. Mit der Bombendrohung, ja. Da war ich ja auch. Ja. Auf ProSieben wurde berichtet, welche Kamera soll ich jetzt nehmen, die oder die? Man weiß es nicht. Es wurde berichtet, Bombendrohung in der SAP Arena in Mannheim, ja. Wie bekommt man jetzt diese ganzen Menschen hier von diesem Gelände runter? Das ist wirklich ein Geschichtsmoment. Liebes Gesicht, tut mir leid, dass ich dich immer Gesicht genannt habe. Bitte verzeih mir. Ich verzeih dir. Du verzeihst mir. Das war's auch schon. Du darfst jetzt gerne wieder zu deinen Freunden gehen, nach vorne. Und du arbeitest jetzt als Model. Genau. Ja, also das heißt, Germany's Next Topmodel hat dir wirklich was gebracht? Also ich würde mal sagen, sie hat mir eine Reichweite auf Instagram gebracht. Ja. Ach, bist du auch so eine Instagrammerin? So, ja? Ein bisschen. So ein bisschen influencermäßig und so. Sag das Wort nicht. Das Gesicht. Und weißt du, und das Schlimme ist, Gitti, ja. Wenn man dann irgendwann mal wirklich privaten Kontakt hat mit Menschen, über die man dauernd lästert, ja, dann tut einem das schon ein bisschen leid auch. Ich meine, deshalb bin ich auch mal so peinlich berührt, wenn ich dich treffe, Gitti. Nein, wir müssen erstmal sowieso erklären, das Konzept ist diesmal, die sind irgendwo in der Karibik. Ja, ja, diesmal ist der Überraschung, dass sie tatsächlich gleich in die Karibik düsen und am Strand natürlich sofort in den Bikini gezogen werden. Natürlich, damit man gleich ganz viel Haut sieht. Genau, weil... Ja. Die 14-jährigen Mädchen müssen ja natürlich Haut zeigen. So, und dann am Anfang waren nur Thomas Hayo und der Vorsaftprinz, der andere. Genau. Der Schwule und Thomas Hayo waren nur da und die haben irgendwie, wie viele Noten haben die gecastet? 100 oder so. Und davon sind dann 30 oder 50 übergeblieben. Und dann erst ist Heidi Klum angereist. In die Karibik. Die waren schon da und die sind dann dahin gereist und dann wurde aussortiert. Vorher hat die halt noch Familienurlaub mit Vito Schnabel gemacht. Ja. Ja. Hat sich einschnabeln und überschnabeln und durchschnabeln lassen. Genau, die Kinder hat sie zu Hause in L.A. gelassen. Natürlich, bei der Nanny. So. Sexurlaub. So, und dann kam irgendwann Heidi Klum dann dazu. Da waren die Mädchen alle total aufgeregt. Total aufgeregt. Total aufgeregt. Und dann mussten sie, was mussten sie dann machen? Na, dann hatten sie 60 Sekunden Zeit, um sich zu prostituieren. Schon, ne? Ja, mehr ist genau, da ja nicht passiert. Sie haben sich da 60 Sekunden lang prostituiert. Vor einer Wand. Vor einer Wand. Und dann laufen und dann war es vorbei. Ab und zu kam mal so ein Hund, der wollte den immer zwischen die Beine. Das war toll, pass auf. Und zwar, die waren an einem echten Strand. Es war anscheinend keine Greenbox. Das sind nicht Tropical Island. Das sind wir eigentlich nicht gewöhnt von den Topmodels. Weil normalerweise ist es ja immer alles unecht. Da war ein echter Strand und da sind da halt so deutsche Touristen auch gerne vorbeigelaufen, vor allem deutsche Touristen. Und die da sind da so vorbeigelaufen, hinten so im Hintergrund. Und da haben die immer so geguckt, was ist denn da los? Was sind denn da für komische Menschen auf dem Laufsteg? So. Und das war sehr, sehr süß. Und dann Heidi Klum hat dann immer so eine Sanduhr umgedreht. Genau. Weil die hatten wirklich nur 60 Sekunden, wie du gesagt hast, um sich zu präsentieren vor so einer Wand. Unglaublich langweilig. Und das war wirklich, wenn man sich 50 Mädchen, also es gab einen Schnelldurchlauf von den Unwichtigen, die weiter sind, nicht, bla bla bla. Und dann, finde ich, Gitti, war diese, da gab es eine so eine Honkfrau. So ein Honkmädchen, die weiterkam. Die mit den langen Haaren. Die mit den ganz, ganz langen Haaren. Die hieß, glaube ich, irgendwie so, wie hieß die? Irgendwas mit K. Claudia. Claudia mit K, genau. Und da, das habe ich auch auf der Bühne gesagt, und da ist ProSieben wieder sadistisch ohne Ende, weil sie diese arme Claudia wirklich vorführen bis zum Gärtner. Und eine Heidi Klum da sitzt und sagt, ja, jetzt will ich dich aber nochmal laufen sehen. Dann wird sie vorgeführt und sie konnte natürlich überhaupt nicht gut laufen und gar nichts. Aber sie ist natürlich weiter, weil wir wollen natürlich auch sehen, wie sie sich weiterhin blamiert.
nominiert. Wer war dein Highlight heute? Also hier Soraya. Das war der Transvestit. Das war die Transfrau. Ja, der Transgender. Ich habe ja wirklich gedacht, erst irgendwie so, es klang so ein bisschen wie der Stöckel, der gedacht hat, so, ich möchte jetzt einfach nochmal es probieren. Nein, aber es war wirklich so, also und diese Lippen auch. Also da habe ich das Gefühl irgendwie, die soll 18 gewesen sein. Die war auf keinen Fall 18. Da war irgendwie auch alles schon so totgebotox. Auf keinen da Fall. Da hat sich ja gar nichts mehr bewegt. Und ja, aber gut, auch vorgeführt. Es ist schlimm, da waren viele, viele schöne Mädchen mit dabei, aber natürlich... die wurden dann irgendwie aussortiert. Aber die Britney ist dabei. Britney, ja. Katie Price für arme Jessica Simpson. Da ist so eine, die war jetzt und ganz zum Schluss ist sie noch ganz knapp weitergekommen. Die hat sowas Polliges, sowas so Südstaaten Britney Spears Pollschlampe. Porniges. Porniges, die halt so an der Tankstelle am Highway gerne mit auch mal oben ohne mit ihren Titten die Autos wäscht. Genau so. Und die ist natürlich weiter, ist ja klar. Natürlich. So, und dann, das war's. Thomas Hayo hat 15 und der andere hat 14 Mädchen oder andersrum. Ist mir jetzt auch ziemlich scheißegal. Mhm. Ansonsten war es wahnsinnig langweilig. Und was gibt's noch zu sagen? Es gibt doch bestimmt noch irgendwas zu sagen. Es gibt auf jeden Fall, die Neuerung ist, dass in dieser Staffel alle 15 Minuten Pause ist. Ja, stimmt. Es war wahnsinnig. Werbung. Also ich meine, es ging bis 11:30 heute. Meinst du, es geht jetzt jede Woche so lang? Ich habe keine Ahnung. Ich hoffe es mal nicht. Ich kann das doch nicht ertragen. Wirklich, ganz ehrlich, ich mache das jetzt am 10. Jahr und ich muss wirklich sagen, es wird von Jahr zu Jahr, fällt es mir schwerer, das durchzuhalten. Gitti, zum Glück habe ich dich. Weil immer, wenn ich keine Lust habe, dann musst du halt ran. So ist das. So ist das. Nee, also ihr Mäuse, nächste Woche wird es keine Not nach Lese geben, weil ich mich dann im Urlaub bin auf Gran Canaria. Beneide ich dich auch. Bitte gönnt es mir. Ich habe, das ist mein 14 Tage Gran Canaria, ist mein längster Urlaub seit 15 Jahren. Endlich mal 2 Wochen am Stück und ich freue mich sehr. Und dann, und bis dann, gehabt euch wohl. Bis nächste Woche, da bin ich wieder da. Ja, also wer in Berlin lebt, wohnt, weilt, sollte vielleicht einfach mal auch hier live vorbeikommen. Es lohnt sich. Vielleicht ist auch wieder irgendein Topmodel mit dabei. Okay. Bis dahin, ihr süßen Mäuse. Bye! Sharing is caring.